Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen mal wieder hier bei Avantia on Tour. Ich bin der Dirk und im heutigen Video möchte ich euch unsere 4G LTE-Lösung für den Avanti vorstellen. Wenn es euch interessiert, bleibt einen kleinen Moment dran. Einem etwas älteren Video hier bei Avantia on Tour hatte ich euch unseren WLAN Range Extender mal vorgestellt. Ich verlinke euch das Video nochmal hier oben. Ja, den haben wir jetzt seit Anbeginn auf dem Avanti drauf. Der ist auch ganz gut, aber nicht die Lösung, die ich mir eigentlich für mobiles Internet hier bei uns vorgestellt hatte. Die Zahl der freien WLAN-Netze nimmt immer mehr ab und auch die Überlastung von offenen WLAN-Netzen ist in der Regel so, dass man keinen Spaß richtig am Surfen hat, vom Upload von YouTube-Videos mal ganz zu schweigen. Also musste eine andere Lösung her, die haben wir uns überlegt und sind dann darauf gekommen, dass, sagen wir mal, insbesondere im Ausland die LTE-Abdeckung doch sehr, sehr gut ist. Hier in Deutschland, ja, da hakt es noch an allen Ecken und Enden, aber in der Schweiz, in Großbritannien, in Norwegen ist es doch sehr, sehr gut. Und ja, was liegt näher als dann dieses 4G-LTE-Netz hier drin im Wohnmobil zu verwenden? Als erstes will ich euch mal die Komponenten zeigen, die wir jetzt für die nächste Bastelarbeit brauchen. Da haben wir als erstes den Router. Ja, der kommt von Huawei. Das ist ein 4G-Router, nennt sich B525. Ist im Moment das aktuellste Modell, was Huawei im Programm hat. Der unterstützt schon Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 300 Megabits per Second. Ja, gut, die hat man noch nicht in jedem LTE-Netz, aber warum jetzt einen Router kaufen mit 150 Megabits per Second, wenn es fürs gleiche Geld schon den gibt? Den habe ich bei Amazon gekauft für roundabout 140 Euro, verlinke ich euch aber unten noch in der Infobox. Das Gerät, so sieht's aus. Er hat hier hinten auf der Rückseite Anschlussmöglichkeiten für zwei externe MIMO-Antennen. Die zeige ich euch gleich noch. Und hat hier unten dann noch ein Fach für eine SIM-Karte. Das kann jetzt wie bei mir ein bestehender Handyvertrag sein. Das kann aber auch im Ausland eine Prepaid-Karte sein. Insbesondere Spanien, Portugal gibt es diese Prepaid-Karten sehr günstig. Und dann hat man dann teilweise 20, 30 Gigabyte Transfervolumen für kleines Geld. Kann man sie dann hier auch einstecken. Jo, den werden wir nachher verbauen. Dazu kommen dann zwei LTE-Antennen. Da habe ich mich ein bisschen leiten lassen von dem sehr gut gemachten Blog von Ammomod. Verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. André wohnt ja in seinem Wohnmobil und er hat diese Antennen hier. Davon braucht man zwei Stück. Das sind Rundstrahlantennen von der Firma Antennentechnik Bad Blankenburg. Wie gesagt, davon habe ich zwei Stück, jeweils mit einem 3-Meter-Kabel dabei und hier am Ende dann mit dem SMA-Stecker. Sieht ganz gut aus, machen einen hochwertigen Eindruck. Ja, die Frage war hier an der Stelle tatsächlich Richtantenne oder Rundstrahlantenne. Wir haben uns für Rundstrahlantennen entschieden, weil insbesondere im Ausland oder auch hier zu Hause, man weiß ja nie, wo der nächste 4G-Mast steht. Und will ich dann an jedem Stellplatz erstmal eine Stunde darum suchen? Also kommen zwei Rundstrahlantennen aufs Dach. Was wir dann noch brauchen, ist eine ganz normale Dachdurchführung mit zwei Durchgängen für die entsprechenden Kabel. Aber das zeige ich euch nachher mal auf dem Dach. Jo, jetzt gucken wir mal hier im Avanti, wo dann dieser Router hinkommt. Ja, und dazu gehen wir mal nach hinten. Ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Lastrada verbaut ab Werk hier zwei LED-Spots, weil Lastrada sagt, hier ist das Kopfende. Jetzt schlafe ich aber, wie ihr seht, mit dem Kopf am Fenster. Und da war es bisher immer dunkel. Deshalb habe ich mir von Lastrada original nochmal einen solchen LED-Spot besorgt. Habe dann hier eine 12-Volt-Leitung rübergelegt und habe dann hier oben im Schrank schon mal
ja, eine 12-Volt-Steckdose angebracht, habe die allerdings so montiert, dass ich dann das 12-Volt-Anschlusskabel von oben reinstecken kann. Weil hier dahinter kam ich nicht zum Reinbohren und deshalb musste hier eine stehende Variante hin. Ja, jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich würde an diese Leitung da oben nicht die volle Leistung von 120 Watt dranhängen, die beispielsweise hier unser Laptop-Ladegerät nutzt. Aber wenn man überlegt, die LED-Strahler, die haben 4 Watt und der WLAN-Router hat auch 4 Watt, also das ist okay. Und mehr muss da an die Leitung auch nicht dran. Also das ist okay. Dafür habe ich jetzt hier oben ja noch die 12-Volt-Steckdose. Also alles gut. Ja, das mit dem Lochbohren war jetzt nicht so ganz einfach. Ich will euch auch verraten, warum. Hier steckt natürlich direkt ein Stück weit dahinter so eine Innenverkleidung. Das ist so ein ähnlicher Velour wie hier, der dann hier oben weitergeführt wird. Da traut man sich natürlich nicht unbedingt reinzubohren. Vor allen Dingen nicht, ich zeige euch mal die Werkzeuge, die man dafür normalerweise verwendet. Ja, das sind jetzt mal so diese handelsüblichen Bohrer, die man kriegt. Und wenn ihr mal guckt, hier bei dem, das guckt schon extrem weit raus. Ne? Verglichen dazu ist der hier von der Bohrtiefe doch etwas, ja, was heißt etwas, deutlich kürzer, fast die Hälfte. Ne? Ja, und bei dem Loch, wie gesagt, das war ein bisschen divisil. Ich habe dann hier mit Zahnstochern erstmal so ein kleines Loch gebohrt und dann erstmal mit dem Zahnstocher da rein, um mal zu gucken, wie viel Platz habe ich überhaupt noch dahinter. Ne? Und habe dann natürlich festgestellt, dass ich mit dem langen Bohraufsatz da überhaupt nicht dahinter komme. Ne? Und deswegen habe ich dann den kurzen Lochbohrer genommen und damit hat es auch wunderbar funktioniert. Wie gesagt, kein Akt. Ah, da kommt dann nachher zum Schluss noch so eine Pushlock-Rosette drauf und dann sieht das einwandfrei aus. Na, und jetzt steigen wir dem Avanti mal wieder aufs Dach. So, jetzt werden wir erstmal den ganzen Bereich sauber machen. Und für da hinten habe ich noch Kabelkanäle bestellt, die müssten noch im Laufe der Woche kommen. Dann wird das auch noch in Kabelkanälen verlegt. Und jetzt machen wir erstmal hier den Bereich sauber und dann schauen wir mal. So, die beiden Positionen der Antennen habe ich jetzt gesäubert und habe hier vorne den Bereich schon mal mit Klebeband markiert. Und jetzt mache ich hier innen drin den Bereich noch sauber, damit nachher das Dekalin gut haftet. Habe ich Dekalin oder habe ich Sikaflex? Ich meine, ich hätte Dekalin. Aber klebt beides wie Hölle. Ja, wenn ihr jetzt mal guckt, das sind die Originalhalter für diese Antenne. Und der André von Amumod hat die dem Grunde nach so, ne, aufs Dach festgeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Und der sagt, das hält und das glaube ich auch. Da ich aber, wie gesagt, immer ein bisschen Sicherheitsfanatiker bin, habe ich jetzt einen schon mal umgebaut und habe den hier unten gerade gebogen und ein bisschen festgeklopft. Das mache ich jetzt mit dem anderen auch noch und dann wird das Ganze in mattschwarz lackiert. Und das zeige ich euch dann gleich. Ich finde, so sehen sie jetzt besser aus. Jo, jetzt sitzen auch die beiden Antennen. Sollen ungefähr zwischen 80 cm und 100 cm auseinander sitzen. Und ja, das ist jetzt ziemlich genau 95, also das passt. Ja, und das ist jetzt hier, wie gesagt, nur mit doppelseitigem Klebeband verklebt. Aber das hält. Also, da passiert nichts. Jo, jetzt sind die Löcher vorgebohrt und jetzt geht's mit einem Antennenbohrer weiter. Und da habe ich jetzt wirklich die meisten Muffen vor dem Loch, aber egal. So, Löcher sind im Dach entgratet und dick mit dem Lackstift jetzt erstmal eingepinselt.
Und ja, jetzt haben wir erstmal eine halbe Stunde Pause und warten wir darauf, dass das Ganze trocknet. Jo, da es jetzt in der Stärke keine Gummitüllen gab, habe ich jetzt hier etwas Eternabond draufgeklebt, habe das sternförmig eingeschnitten, damit das Kabel oder die Kabel dann während der Fahrt da keinen Schaden nehmen. Ne? Das Eternabond ist so dick, das dämmt das schon gut ab. Jo, jetzt verlegen wir mal die Kabel erstmal nach unten und dann gucken wir mal, wie wir in den Schrank reinkommen. Ich bekomme Hilfe bei der Arbeit. Cooper, was hast du vor? Ich hoffe nicht, dass ich jetzt alles für die Katz war. Der Karlauer sei mir gestattet. Ja, ich habe es jetzt mal lose verkabelt. Wie gesagt, die Kabelkanäle kommen noch. Und jetzt machen wir erstmal innen drin die Verkabelung. Und dann geht es gleich mit der Dekalinsauerei hier los. Also die Kabel kommen jetzt schön da oben raus. Und jetzt müssen wir da oben am Ende rein. Und das zeige ich euch dann jetzt mal. Ja, dazu versuche ich jetzt als erstes mal hier mit einem Draht hinter dem Möbelstück rauszukommen. So, müsste eigentlich schon draußen sein. Gehen wir mal gucken. Nummer 1 ist drin. Jetzt Nummer 2. Das zweite wäre dann auch da. Jetzt machen wir mal die Pushlock-Rosette drauf. Hm? Dieses Ding hier. Und dann montieren wir mal noch den Router. Hm? Das sieht doch ganz gut aus. Für die Montage des Routers nehme ich hier sowas. Es ist kein normales Klettband, wie man das kennt, mit dieser Flauschseite und dieser Hakenseite. Das ist von 3M. Es hat eigentlich auf beiden Seiten Haken und die greifen ineinander. Und damit verbaue ich jetzt den Router einfach mal verkehrt rum an der Wand. Ja, so kann man es jetzt erstmal lassen. Jetzt habe ich natürlich viel zu viel Kabel und da werde ich jetzt mal gucken, ob ich das irgendwie in der Zwischenwand dahinter versteckt bekomme, weil da ist ja Platz. So, das läuft schon mal. Hm? Ah, hier passen noch ein paar Socken hin, aber sonst ist das hier mittlerweile alles ziemlich rappelvoll mit Elektronik. Das war jetzt einfacher als erwartet. Alles weg. Ja, hier oben trocknet alles. Ja, ich denke, jetzt gucken wir mal nach der Konfiguration, ne? Also, rein. Jo, dann wollen wir jetzt mal nach der App gucken. Ich starte jetzt erstmal hier auf meinem Handy die Bildschirmaufzeichnung. Die App heißt Huawei HiLink. Ich habe die hier schon mal runtergeladen. Jetzt kommt hier der Datenschutzhinweis. Mal weiter. Stimme zu. Neue Anmeldung. So. Starten. Zulassen, zulassen, zulassen. Drahtlose. Puh. Gute Frage jetzt. 3G, 4G Router. Home Router versuchen wir mal. Verbinden. Tja. Ah, da kommt schon was. Ja, welcher ist denn das jetzt hier? Der normale, weil 5G würde ich mal noch nicht sagen. Ne? So. Passwort.
Jetzt wäre die Bedienungsanleitung hilfreich. Die liegt aber drin. Also lauft nicht weg. Kommt gleich wieder. So, SSID habe ich eingetippt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Also nochmal. Home-Router verbinden. Prüfe das Passwort und versuche es nochmal. Okay, testen wir das nochmal. Irgendwo vielleicht vertippt. Ja, ich habe jetzt die ganzen Passwörter mal geändert und ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, dass ich dabei jetzt nicht die Bildschirmaufzeichnung des Handys habe weiterlaufen lassen. Weil das ist standardmäßig auf diese wahnsinnige Kombination aus Admin, Admin eingestellt und das will ich natürlich nicht. Was ich jetzt als nächstes mal versuchen muss, da bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, ist die PIN von der SIM-Karte einzutippen. Das werde ich jetzt mal in der Software versuchen. Und weil im Moment zeigt das Ding noch No Service an. Klar, weil die SIM-Karte noch nicht freigeschaltet ist mit dem PIN. Da muss ich jetzt mal in der Software gucken, aber das kriege ich auch noch hin. Ja, und das ist sehr einfach. Hier gibt es dann den Punkt Connection Settings. Und wie ihr sehen werdet, da oben kommt dann die PIN-Abfrage. So, die tippen wir jetzt mal ein. Ich zeige es euch jetzt mal. Ich werde es natürlich nachher wieder ändern. So. Go. Ich hätte Apply drücken müssen. Versuchen wir es nochmal. So, Apply. Okay. So, Datenroaming ist standardmäßig deaktiviert. Das können wir ruhig aktivieren. Das ist in dem Vertrag alles gut. Und drücken wir mal auf Übernehmen. Ja, jetzt fragt er nochmal ab, willst du wirklich Roaming? Jo, will ich. Und wobei, das ist vielleicht gerade bei dem Thema Roaming ganz interessant. Die passt jetzt nicht in das Video, aber ich sag's trotzdem. Hier mein Vertrag, da ist alles safe, was Thema Roaming betrifft. Aber ich war jetzt in der Schweiz und die SIM-Karte aus der Alarmanlage, die hat permanent irgendwelche GPIS-Daten gesendet. Also wirklich kein riesiger Traffic. Das waren für die 10 Tage Schweiz nur die Alarmanlage 11 Euro. Also das ist schon, das sollte man nicht unterschätzen. Je nachdem, wo man gerade ist im Ausland, dann doch eher vielleicht eine Prepaid-Karte vor Ort kaufen. Kann dann schon teuer werden. Jo! Ich denke, im Moment war es das. Ich hätte jetzt mal ganz gerne irgendwas gesehen zum Thema Verbindungsqualität. Ob der da irgendwas anzeigt. Na, ich gucke mal, ob ich das finde. Meld mich gleich nochmal. Jo, ich habe es gefunden. Man muss natürlich über die IP-Adresse dann auf den Router gehen. Ne? Und dann seht ihr hier vorne direkt die Balken. Was ich jetzt aber mal gerade testen will. Also hier unten steht auch was. Runterladen mit 1,12 Megabyte. Ich versuche jetzt mal so einen Speedtest zu machen. Habe ich hier schon vorbereitet. Gucken wir mal, was der jetzt sagt. Na, ihr seht, das schwankt jetzt so um die 36 Megabit per Second im Download. Und jetzt kommt noch der Upload. Ja, dürfte ähnlich sein. So, das merken wir uns mal. 36 zu 24. Ich gehe jetzt mal aus dem WLAN raus. Nehme jetzt nur mal mein 4G, was ich übers Handy habe. Also 36 zu 24. Machen wir nochmal.
So, und das ist jetzt ein Ergebnis, das verwundert mich absolut. Da habe ich jetzt auch erstmal keine Erklärung für. Habe jetzt einen Heidenaufwand betrieben, um das Signal hier drin eigentlich schneller zu kriegen. Und ohne die ganze Anlage habe ich jetzt hier drin 67 Megabits per Second im Download. Ja, eine etwas, oder die Hälfte, geringere Upload-Geschwindigkeit. Aber warum der Download jetzt fast doppelt so schnell ist, das muss ich jetzt erstmal gucken, ob hier vielleicht irgendwo was in der Konfiguration falsch ist. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Jo, Problem gelöst. Ich zeige euch jetzt mal gerade aktuell, was ich gerade ermittelt habe. Da war ein Antennenkabel, war nicht richtig angedreht. Hätte mich auch gewundert, ne? Also das ist jetzt der aktuelle Wert. Man muss natürlich sagen, diese Speedtests, die sind sehr schwankend, ne? Also da hast du innerhalb von 3-4 Tests hast du 5 verschiedene Ergebnisse. Aber zumindest darf das Ergebnis über den WLAN-Router nicht schlechter sein als übers Handy. So, jetzt haben wir es auch am Laufen. Schon gedacht, ich hätte hier Löcher gebohrt, um eine Verschlechterung nachher hinzukriegen. Also von daher, alles gut. Ja, ihr Lieben, das war unsere Lösung zum Thema 4G LTE im Avanti. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen kleinen Daumen nach oben da. Für Fragen, Kommentare, wie gesagt, schreibt mir dann einfach über die verschiedenen Kanäle. Und ich versuche dann jede Frage zu beantworten, sofern mir das natürlich möglich ist. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss.